habe jetzt die Ehre, unseren heutigen Starredner ankündigen zu dürfen. Er wird über ein Projekt sprechen, der Städte der Zukunft. Und viele von euch werden es bestimmt schon gehört haben. Er ist Gründer und ehemaliger CEO von der Deutschen Rohstoff AG und eben Begründer des Projektes Free Private City. Und hiermit begrüße ich ganz herzlich Titus Gebel. So, da kann ich das Bild sehen, hier noch nicht. Wunderbar, vielen Dank. Soll ich da reinsprechen oder? Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass ich hier im schönen Jena bin. Ich war ehrlich gesagt noch nie in Jena und habe es aber vom Zug jetzt als sehr schön und auch auf dem Weg hierher empfunden. Ich schaue es mir morgen nochmal an. Der Daniel Issing hat gerade ein ganz gutes Beispiel gebracht mit den 92% in Nigeria, die Homosexualität bestraft wissen möchten. Ich war 30 Jahre auch politisch aktiv, liberale Hochschulgruppe, FDP und so weiter, das ganze Thema rauf und runter. Und ich bin eigentlich zu dem gleichen oder einem ähnlichen Schluss gekommen. Wenn Sie Ideen haben, dein Leben, deine Entscheidung, deine Freiheit finde ich gut, das passt gut zu meinem Ansatz, aber wenn Sie grundsätzlich der Meinung sind, dass die freie Märkte, Selbstbestimmung, Eigenverantwortung gute und wichtige Prinzipien sind, dann ist meine Schlussfolgerung nach wie vor, dass es gute Prinzipien sind, aber die sind nicht mehrheitsfähig. Ja? Da ist keine Nachfrage für da, weil andere Sachen wichtiger sind, vor allen Dingen Gratisleistungen, Sozialstaat etc. Also das ist mein persönliches Fazit und ich habe dann einfach überlegt, was kann man denn tun als freiheitlich Gesinnter, weil die Gefahr natürlich besteht, dass solche Sozialstaaten tatsächlich immer totalitärer, immer mehr Nanny-State werden. Und meine Antwort ist freie Privatstädte. Ich will mal mit einem ganz eigentümlichen Beispiel beginnen. Stellen Sie sich vor, Sie lebten in einer Autodemokratie. In einer Autodemokratie hat jeder das Recht, aber auch die Pflicht, ein Auto zu kaufen. Wie dieses Auto aussieht, wie es motorisiert ist, welche Innenausstattung und welche Farbe es hat, entscheidet die demokratisch gewählte Autoregierung. Diese bestimmt auch, welchen Preis sie dafür bezahlen müssen. Beides gefällt häufig nicht. Dann wird eine andere Regierung gewählt, die andere Vorlieben hat, die sie den Autokäufern aufzwingt. Es gibt ein ständiges Hauen und Stechen darum, wie dieses Einheitsauto beschaffen ist. Zahllose Hersteller und Zulieferer unterhalten Lobbyisten am Regierungssitz, damit ihre Produkte in den Autotyp der jeweiligen Regierung eingebaut werden. Verschiedene Interessengruppen, die verschiedene Antriebsarten bevorzugen, versuchen ebenfalls auf Parlament und Regierung Einfluss zu nehmen. Unzählige autopolitische Gruppierungen machen geltend, dass sie den vollen Preis nicht bezahlen können und versuchen daher Ermäßigungen herauszuschlagen. In einem sind sich aber alle einig. Das System mag zwar Unzulänglichkeiten haben, aber ein besseres gibt es nicht. Denn was wäre die Alternative? Doch nur ein Autodiktator oder Autokönig, der nicht demokratisch gewählt ist und bestimmt, welchen Autotyp es zu welchem Preis für alle geben muss. Das hatte man früher und zu diesen Zeiten will niemand zurück. Die Idee, dass die Menschen unter zahllosen verschiedenen Angeboten und Herstellern das Auto heraussuchen können, das ihnen am besten gefällt, mit der Ausstattung, die ihnen am ehesten zusagt und ihrem Geldbeutel entspricht, ist für die Bürger der Autodemokratie völlig undenkbar. Dieser Vorschlag ist so bizarr, dass er in der Öffentlichkeit nicht einmal diskutiert wird. Was das mit freien Privatstädten zu tun hat, wir kommen darauf noch zurück. Diesen Mann kennen Sie vielleicht. Der Herr Krug steht vor der... Jetzt ist besser. Das ist Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, haben Sie vielleicht gehört, hat das Buch geschrieben über den Gesellschaftsvertrag. Und der ist nach wie vor im Grunde genommen der
derjenige, der herangezogen wird, auch von der herrschenden Meinung, wenn es heißt, ja, warum akzeptieren wir eigentlich alles, was uns hier so vorgesetzt wird? Ja, es gibt ja einen Gesellschaftsvertrag, nicht wahr? Den haben wir oder haben die Bürger untereinander geschlossen, damit treten sie ihre Rechte an die Regierung ab und die beschließt dann für alle. Jetzt kann es aber sein, dass es Ihnen vielleicht wie mir geht. Ich bin nicht einverstanden, wofür ein Großteil unserer Steuern verwendet wird. Und ich bin auch nicht damit einverstanden, dass es eine Gruppe von Leuten gibt, die diese Entscheidung über meinen Kopf hinweg trifft. Ob die gewählt sind oder nicht, spielt keine Rolle. Ich will nicht, dass die darüber entscheiden. Ich will selbst bestimmen. So, jetzt habe ich selber mal nachgelesen, was der Rousseau denn wirklich gesagt hat. Und der Rousseau hat eine ganz interessante Schlussfolgerung, die auch völlig naheliegend ist, getroffen. Ich lese die Ihnen mal vor. Woraus entstünde ohne eine vorausgehende Übereinkunft die Verpflichtung für eine Minderheit, sich der Wahl der Mehrheit zu unterwerfen? Und woher haben 100, die einen Herrn wollen, das Recht für 10 zu stimmen, die keinen wollen? Das Gesetz der Stimmenmehrheit beruht selbst auf Übereinkunft und setzt zumindest einmal Einstimmigkeit voraus. Aha. Einmal müssen sich alle einig sein. Sonst kann man ja keine Mehrheitsentscheidung beschließen. Also, dass es eine Mehrheitsentscheidung gibt. Alles andere ist unzulässig im Zivilrecht praktisch aller Staaten. Man nennt es einen Vertrag zulasten Dritter. Unzulässig. Ja? Wir beide können nicht beschließen, dass der Herr Issing unser Abendessen bezahlt. Ja, wir könnten sagen, wir haben einen Vertrag. Ihr habt einen Vertrag, aber ich habe nicht zugestimmt. Sehen Sie, und genau das ist das Problem. Und deshalb ist ein Vertrag zulasten Dritter unzulässig. Verträge erfordern übereinstimmende Willenserklärungen. Und zwar vor allen Dingen von den Leuten, die belastet werden. Das ist nicht der Fall. Und auch nicht in der Verfassung. Wenn in der Verfassung eben nicht zu 100% angenommen wurde, dann sind diejenigen, die nicht zugestimmt haben, eigentlich entrechtet. Ja, und das geht ja noch weiter. Teilweise ist es so, dass man überhaupt nicht mal eine Verfassung angenommen hat, wie in Deutschland, oder dass irgendwelche Vorfahren die angenommen haben und dass sie noch x-mal, also allein das Grundgesetz wurde, glaube ich, seit 1949 60-mal geändert. Also selbst wenn sie irgendwann mal einer gewissen Sache zugestimmt haben, besteht natürlich das Problem, dass die eine Seite immer alles ändern kann und sie haben im Grunde immer zu parieren. Das ist eine Schieflage. Ja, da stimmt was nicht. Da ist das, was wir aus dem Zivilleben kennen, ist in dem politischen Leben anders. Und das ist genau auch das Problem, weil das führt natürlich dann immer dazu, dass die eine Seite, die die Macht hat, den Vertrag zu ändern, die auch ausnutzt. Jetzt ist es so, dass man einfach mal ganz anders an die ganze Sache herangehen sollte. Wir sollten nicht sagen, ja, wir haben wir hier Marktwirtschaft, Freihandel und da haben wir Politik, das sind völlig verschiedene Welten. Nein, das ist auch ein Markt. Das mag jetzt ein bisschen ungewöhnlich klingen, aber das ist der Markt des Zusammenlebens. Ein Markt entsteht immer dann, wenn Menschen noch nicht wunschlos glücklich sind, wenn Angebot und Nachfrage nach Dienstleistungen, Rechten, Waren aufeinander trifft, mehr oder weniger geregelt aufeinander trifft, dann reden wir von einem Markt. Und wenn Sie der Meinung sind, Sie müssten, Sie würden antikapitalistische Eigentum verbietende Systeme bevorzugen und wählen dann Politiker, die sowas anbieten und das wird dann umgesetzt, ist das ein Marktresultat. Ja, das ist auch ein Markt, nichts anderes. Warum besteht eine Nachfrage nach den Staaten, die wir so heute kennen? Nun, die Staaten, die wir so heute kennen, die bieten eine Sache und die ist enorm attraktiv. Sie bieten nämlich Sicherheit, dass sie nicht totgeschlagen werden, wenn sie jetzt die Universität verlassen, einen gewissen Regelungsrahmen, innerhalb dessen Menschen friedlich miteinander interagieren können. Und dieses Angebot ist so attraktiv, dass ich glaube, dass selbst ein Nordkoreaner lieber in seinem Staat verbleiben würde, als auf eine einsame Insel als Robinson zu gehen und aber dort allein zu sein. Der Mensch ist nun mal ein Herdentier und wenn ihm ein Staat diesen Mechanismus bietet, dass er einigermaßen geregelt und in Sicherheit mit anderen interagieren kann, dann ist es ein enorm attraktives Produkt, was nachgefragt wird. Deshalb gibt es Staaten. Und deshalb gibt es Staaten in der jetzigen Form.
Der Markt des Zusammenlebens ist der wichtigste Markt der Welt. Wir haben etwa 30% des gesamten Weltbruttosozialprodukts entfällt auf staatliche Aktivitäten. Gleichwohl sind natürlich die Performance der Akteure ist fragwürdig. Bilanziell größte Unternehmen in den USA machen pro Jahr mehr als 1.000 Milliarden Miese. Andere Länder wie Iran oder Nordkorea bringen gar 1.000 ihrer eigenen Kunden um. Also das sollte jeder mittelständische Unternehmer besser hinkriegen. Und von daher, wenn Sie das mal unter dem Aspekt betrachten, warum nicht ein Nischenprodukt schaffen? Ja? Warum nicht einfach die Dinge, die der Staat bietet und die nachgefragt werden, nämlich eben, wie gesagt, Sicherheit und ein gewisser Regelungsrahmen, die kann man ja auch als Privatunternehmer anbieten. Der Nachteile des Staates, immer mehr Besteuerung, immer mehr Bevormundung bei ständiger Änderung der Spielregeln, die sollte man vermeiden. Und wenn man ein neues Produkt anbietet, gibt es noch was anderes zu berücksichtigen, nämlich das Produkt muss attraktiv sein, sonst kommt nämlich niemand. Also Sie können niemanden dazu zwingen, als auf einem Markt, auf einem normalen Markt, als freier Unternehmer, Ihr Produkt anzunehmen. Jetzt stellen Sie sich Folgendes vor. Ein System, in dem Ihnen ein privates Unternehmen als Staatsdienstleister Schutz von Leben, Freiheit und Eigentum bietet. Diese Leistung umfasst innere und äußere Sicherheit, einen Rechts- und Ordnungsrahmen sowie eine unabhängige Gerichtsbarkeit. Sie zahlen einen vertraglich fixierten Betrag für diese Leistungen pro Jahr. Der Staatsdienstleister als Betreiber des Gemeinwesens kann den Vertrag mit Ihnen später nicht einseitig ändern. Das ist wichtig. Sie haben einen Rechtsanspruch darauf, dass er eingehalten wird, und einen Schadenersatzanspruch bei Schlechterfüllung. Um alles andere kümmern Sie sich selbst, können aber auch machen, was Sie wollen, solange Sie die Rechte anderer nicht beeinträchtigen. Das schließt ein, sich mit anderen für alle möglichen Zwecke zusammenzuschließen. Streitigkeiten zwischen Ihnen und dem Staatsdienstleister werden vor unabhängigen Schiedsgerichten verhandelt, wie im internationalen Handelsrecht üblich. Ignoriert der Betreiber die Schiedssprüche oder missbraucht er seine Macht auf andere Weise, wandern seine Kunden ab und er geht in die Insolvenz. Er hat also einen Anreiz, sich an den Vertrag zu halten und gute Dienstleistungen zu erbringen. Dieses System heißt freie Privatstadt. Was wir da machen, ist eigentlich nur die Marktmechanismen übertragen auf unser Zusammenleben. Marktmechanismen, die Sie kennen. Erstens, freiwilliger Leistungstausch. Zweitens, das Recht, ein Angebot auch abzulehnen. Drittens, der Wettbewerb als Entdeckungsverfahren, als Machtbegrenzungsmittel und als Qualitätsfilter. Entscheidend ist, es gibt einen echten Vertrag, in dem die gegenseitigen Rechte und Pflichten niedergelegt sind. Keinen fiktiven Gesellschaftsvertrag, der von einer Seite ausgelegt und geändert wird, wie es beliebt. Es handelt sich eigentlich nur um eine Dienstleistung gegen Bezahlung. Was sind, sagen wir mal, philosophisch die darunterliegenden Regeln oder Mechanismen? Das ist im Wesentlichen die goldene Regel, die kennen Sie vielleicht: was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Wenn man die heißt ja nicht umsonst goldene Regel, das ist die Basis. Wenn man das beherzigt, dann kommt man sehr, sehr weit bei einem friedlichen Zusammenleben. Zweitens ist natürlich offizieller Gewaltverzicht. Das ist natürlich wichtig, sonst ist die Sicherheit und der Frieden, der ja angestrebt wird, nicht zu erreichen. Und der dritte Gesichtspunkt ist das Do und Des, also ich gebe, damit du gibst, das Gegenseitigkeitsprinzip. Es gibt kein Recht, auf Kosten Dritter zu leben. Das führt natürlich zu einer gewissen Mündigkeit und Selbstständigkeit und setzt die allerdings auch voraus. Das ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Im Grunde stellt der Dienstleister, der Staatsdienstleister, wirklich nur einen Rahmen zur Verfügung. Und ansonsten kann sich die Gesellschaft im Sinne einer spontanen Ordnung entwickeln. Es geht also um Selbstbestimmung statt Mitbestimmung. Natürlich könnte auch in so einem System, könnten sich jetzt die Bewohner darauf einigen, beispielsweise einen Gemeinderat zu etablieren. Und der beschließt dann irgendwelche Dinge und die Bewohner, die da mitmachen, die setzen es dann um. Aber so ein Gemeinderat, auch wenn 99% der Bewohner dort mitmachen, hat eben kein Recht,
dem 1%, das damit nichts zu tun haben will, diese Beschlüsse aufzudrängen. Das ist eben der große Unterschied. Und das ist im Grunde auch der Punkt, wo die bisherige Systeme immer gescheitert sind, beim dauerhaften Erhalt der individuellen Freiheit. Ja, wenn die Mehrheit entscheidet, dann entscheidet am Ende die Mehrheit über alles. Und wenn es Regeln gibt zu ihren Gunsten, dann legt die Mehrheit die aber auch aus, so wie sie es möchte. Das ist die große Gefahr. Und da schützt auch kein Rechtsstaat davor. Weil, wie gesagt, das Recht kann auch beliebig geändert, ausgelegt und so weiter werden. Oder auch einfach ignoriert, solange eben dann keine Instanz mehr da ist, die diesen Rechtsbruch dann sanktioniert. Also, das ist ein vollkommen anderer Ansatz des Zusammenlebens, aber er ist trotzdem keine Utopie, weil wir diesen Ansatz ja schon kennen. Wir kennen das ja schon, Dienstleistung gegen Bezahlung, Kreuzfahrtschiff, ja, auf hoher See, keinem Recht unterworfen. Der Kapitän kann theoretisch machen, was er will, tut er aber nicht, weil sie nämlich seine Kunden sind. Und er möchte sie gut behandeln, weil sonst niemand mehr mit diesem Kreuzfahrtschiff oder der Reederei oder dem Reiseveranstalter fährt. Okay, so werden Sie sagen, okay, sehr nett, interessant, aber was hat das mit der Realität zu tun? Geht das? Nun ist es tatsächlich so, dass wir eigentlich kein freies Land mehr auf der Welt haben. Das heißt, wir sind für so ein Konzept, für so eine freie Privatstadt auf einen sogenannten Gastgeberstaat angewiesen. Ich weiß nicht, erkennt jemand diese Stadt dort? Sie erkennen die klar? Das ist Hongkong. Und das Verhältnis zwischen Hongkong und China ist recht instruktiv für ein mögliches Verhältnis einer freien Privatstadt mit dem Gastgeberstaat. Hongkong hat ein eigenes System. Es hat auch grundsätzlich das Recht, ich glaube, für 40 oder 50 Jahre nach 1997 dieses System zu behalten. Es hat eine eigene Regierung, es hat sogar eine eigene Währung. Es ist trotzdem Teil Chinas. Es ist völkerrechtlich Teil Chinas. China ist auch der Souverän und für die Verteidigung zuständig. Und so ähnlich, und die Außenpolitik, und so ähnlich wäre das auch mit einer freien Privatstadt. Die würde dann einen Vertrag mit einem Gastgeberstaat machen. Es gibt einen einzigen Grund, warum ein Gastgeberstaat sich auf sowas einlassen könnte. Eigene Interessen. Ja, das ist der einzige Grund. Also alles andere scheidet aus. Es ist also nur dann erfolgversprechend, wenn der mögliche Gastgeberstaat sagt, okay, da habe ich auch was davon. Stellen Sie sich vor, da wäre keine Stadt, da wäre nur Dschungel, so wie es früher war. Jetzt kommt einer und sagt, wir machen sowas dahin, wir machen da ein neues Hongkong hin. Und um Hongkong herum, genau wie Singapur und auch Monaco, hat sich ein Speckgürtel von einer sehr wohlhabenden Gegend gebildet. Und die versteuern alle in den Gastgeberstaat. Es ist also so, dass vor allen Dingen in vormals unbewohnten Gebieten sowas natürlich auch für einen Gastgeberstaat hochattraktiv sein kann. Und daher gibt es tatsächliche Erfolgsaussichten für solche Projekte. Es gibt weltweit momentan 3 Projekte, die in diese Richtung gehen. Eines in Mittelamerika, da bin ich selbst involviert. Dann die Seasteader in Französisch-Polynesien, da bin ich am Rande auch noch mit dabei. Und dann gibt es eine Gruppe in Myanmar, in dem Karen-Regionalstaat, die solche Projekte schon machen. Also das ist nicht mehr nur ein Hirngespinst, das ist schon relativ real. Natürlich sieht jedes Projekt wieder ein bisschen anders aus, aber die Grundidee ist, da ist ein privates Unternehmen, das profitorientiert Dienstleistungen anbietet, ansonsten die Leute aber in Ruhe lässt. Und jeder hat einen Vertrag und eine Vereinbarung und das ist seine persönliche Verfassung. Damit ist die Position des Einzelnen eine viel stärkere als in einem System, in dem erstmal ein Gremium darüber entscheidet, was überhaupt die Verfassung bedeuten soll. Und wenn Sie dann vielleicht der Meinung sind, das stimmt aber nicht, dann können Sie zwar versuchen zu klagen, aber also in Deutschland werden, glaube ich, 96% aller Verfassungsbeschwerden als unbegründet von vornherein abgelehnt, ohne Begründung. Also das ist nicht die Situation, die Sie haben in einem zivilrechtlichen Vertragsverhältnis. Da sind Sie, auch wenn Sie der wirtschaftlich Schwächere sind, rechtlich gleichgeordnet. Sie können wegen jeder vermeintlichen Vertragsverletzung können Sie klagen. Warum ist
das Gewinnerfordernis so wichtig? Jetzt sagen viele, ja, das ist doch gerade, das zeichnet sozusagen den Staat gerade aus, dass er nicht gewinnorientiert ist. Ich halte das für ein Irrtum. Nur das Gewinnerfordernis stellt sicher, dass die Mittel nicht, dass die Ressourcen nicht verschwendet werden, dass die Mittel ordentlich verwendet werden, dass alles getan wird, um die Zufriedenheit der Kunden zu erhöhen, weil nur dann die natürlich ihren Beitrag zahlen, dass dann neue Kunden kommen und die Alten nicht wieder abwandern. Dieser Zwang, sich so zu verhalten, dass man Gewinn machen kann, der ist es letztendlich, der allen zugutekommt, weil der Anreiz eben einfach da ist, sie können niemanden zwingen, in so ein System zu kommen. Deshalb fangen die auch alle normalerweise, jetzt in meinen drei genannten Beispielen, auch alle im unbewohnten Territorium an. Da kommen also wirklich nur Leute, die das möchten. Und die bleiben aber auch nur, wenn sie einverstanden sind mit dem, was dort passiert. Und dieser Anreiz, der ist sehr, sehr stark. Und auf der anderen Seite ist es auch eine Frage der Transparenz. Sie wissen in so einem Fall, dass der Betreiber des Gemeinwesens Profit machen möchte. Politiker, die sagen, ihnen ging es nur ums Gemeinwohl, das glauben die wenigsten und ich glaube es auch zu Recht. Also es ist immer nicht klar, wessen Einfluss die gerade unterliegen und was wirklich deren Antrieb ist. Von daher ist das kein Nachteil, sondern ein großer Vorteil, wenn Sie ein profitorientiertes Gemeinwesen haben. Die permanente Optimierung. Ich bin ja dann möglicherweise im Wettbewerb mit anderen freien Privatstädten. Ich muss also permanent optimieren. Ich muss gucken, wenn ich hier was einsparen kann, sind die Leute noch zufrieden? Oder ich baue eine neue Straße, sind die Leute noch zufriedener, kommen neue Gäste, neue Wirtschaftszweige entstehen. Dinge, die sich als schlecht herausstellen, müssen sofort wieder abgeschafft werden, weil sonst die Kundenzufriedenheit runtergeht. Also das ist eine Effizienz, die eine staatliche Ordnung niemals wird erreichen können. Und daher denke ich, dass so ein System auf lange Sicht überleben sein wird. Schauen wir uns mal die Vorteile im Einzelnen an. Der erste Vorteil wäre Rechtssicherheit und Herrschaft des Rechts. Wir haben einen echten Gesellschaftsvertrag, der nicht einseitig abänderbar ist. Wir haben keine unvorhersehbare Gesetzesflut. Das ist ein Riesenproblem für Unternehmen. Sie wissen nicht, was nächstes Jahr wieder für neue Gesetze gemacht werden, aber auch als Bürger. Was gestern noch erlaubt war, ist heute schon verboten. Sie können auch Alterssicherung nicht mehr planen, weil die entsprechenden Regeln alle zwei, drei Jahre geändert werden. Sie können eben nichts gegen diese Regeländerung machen. Ein dritter Vorteil ist, der Betreiber, in dem Fall wäre das jetzt ich, hat keine souveräne Immunität. Ich kann auch nicht sagen, ja, ich bin ja hier Präsident der freien Privatstadt. Nein, nein, ich bin ganz normaler Dienstleister. Sie haben ein Problem, Sie verklagen mich. Und wenn ich einen Fehler gemacht habe und einen schlecht erfüllt habe oder schadenersatzpflichtig bin, dann muss ich eben auch leisten. Und Sie wissen ja, was Sie wofür bezahlen müssen. Ja, Sie müssen nur einen gewissen Beitrag zahlen für den Sicherheitsrahmen. Es gibt vielleicht auch dann freie Privatstädte, die bieten ein Rundumpaket an, da muss man entsprechend mehr bezahlen, aber Sie wissen, was Sie bezahlen müssen und wofür. Das heißt, Sie können die anderen Mittel nach eigenem Gutdenken einsetzen. Sie sagen zum Beispiel, ich will aber gar nicht diese riesen Krankenversicherung, ich will nur die Hochrisiken absichern in der Krankheit. Und ich will auch meine Rentenversicherung so gestalten, dass ich nicht dann gleichmäßig immer das Gleiche ausbezahlt und einbezahlt kriege. Ich zahle jetzt ganz viel ein und gehe mit 50 in Rente. Ja, können Sie alles so gestalten, wie Sie das machen möchten. Zweiter Vorteil. Politikabstinenz, das ist auch eine Sache, die man überhaupt nicht unterschätzen darf. Meine Schlussfolgerung ist, dass wir zwar nach außen hin im friedlichen System leben, was auch einige Freiheiten gewährt, dass wir aber faktisch einen Kampf aller gegen alle haben, das, was ja gerade vermieden werden soll durch den Staat, nämlich einen Kampf um die Frage, wer kann seine Interessen und seinen Einfluss in Gesetzesform gießen. Ja, es geht also die ganze Zeit darum, können bestimmte Interessengruppen ihre Ideen der Regierung aufzwingen oder der Parlamentsmehrheit, und dann gibt es andere, die wollen es verhindern, und dann gibt es andere, die haben wieder ihr eigenes Süppchen, das sie gern von der Allgemeinheit finanziert haben möchten. Und so geht es wirklich
tagtäglich und man muss im Grunde, wenn man da auf der Hut sein will, den Nanny-State abzuwehren, zum Beispiel, da müsste man wirklich die ganze Zeit Obacht machen, was ist denn jetzt schon wieder eine neue Gesetzesvorlage im Umlauf, was wird denn jetzt schon wieder in der EU geplant. Niemand hat diese Zeit. Es ist in einer freien Privatstadt komplett anders. Sie wissen ja, was gilt. Das steht im Vertrag. Gesetze und gesetzliche Regelungen wird es auch in einem gewissen Umfang geben. Die sind im Vertragsanhang, können Sie durchlesen. Es ist aber nicht möglich, anderen seine Wertvorstellungen aufzuzwingen. Die Legitimität dieses Systems steht aber außer Frage, weil jeder hat ja den Vertrag unterzeichnet. Ergebnis: Verteilungskämpfe und das Aufwiegeln gesellschaftlicher Gruppen gegeneinander gehören der Vergangenheit an. Es gibt dabei nichts mehr zu gewinnen. Das ist der einzige Grund. Also ergo keine Zwangsbeglückung mehr, aber Innovationen werden auch nicht behindert. Wir haben es ja heute häufig, dass die Politiker sich vor den Karren der Angstmacher und Bedenkenträger gerade spannen, weil sie natürlich einen Machtzuwachs sich dadurch versprechen. Und da werden viele Innovationen verhindert, Sachen wie Uber werden verboten, obwohl es an sich ein großer Gewinn der Lebensqualität für jeden Einzelnen wäre. Dritter Vorteil: garantierte Freiheiten. Natürlich, Handlungs-, Meinungs-, Vertragsfreiheit etc. sind vertraglich garantiert. Damit geht natürlich auch eine größere Verantwortung einher. Ja, es gibt also nicht die Möglichkeit zu sagen, ja, wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann renne ich zur Regierung und die sollen mich da raushauen. Nee, da müssen sie dann schon selber gerade stehen für. Vierter Vorteil: Sicherheit. Thomas Hobbes in seinem Leviathan schon vor praktisch fast 500 Jahren erkannte, dass die Verpflichtung des Bürgers gegenüber dem Staat endet, wenn dieser nicht mehr in der Lage ist, ihn zu schützen. Es gibt gar nicht so wenige Staaten auf der Welt, die eigentlich das nicht erfüllen können oder trotzdem ihre Bürger ausplündern. Und von daher der Schutz von Leben. Also es gibt Staaten, in denen die Bürger sagen, ich habe mit solchen Leuten gesprochen, die Polizei ist, vor der haben wir mehr Angst als vor Kriminellen, ja, weil die korrupt sind und weil man die bestechen kann. Und dann erfüllt der Staat, er ist ein Failed State. Aber auch in unserem Staat, in unseren westlichen Staaten, wenn ihre Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist, wenn die Polizei ihnen sagt, sie dürfen abends leider nicht mehr joggen gehen. Oder auch wenn man gesagt wird, ja, Sie müssen Ihre Wohnung sichern, ist doch selbstverständlich, Sie müssen nur 10.000, 20.000 Euro in die Hand nehmen. Ja, Moment mal, aber eigentlich zahle ich ja dafür Steuern, dass ich Sicherheit habe. Also, wenn der Staat das nicht mehr bringt, dann gibt es eigentlich keine Existenzberechtigung mehr, weil das ist der Wesenskern eines Staates. Deshalb, im Umkehrschluss, muss das von der freien Privatstadt geleistet werden. Also da führt überhaupt kein Weg drum herum. Wenn Schutz von Leben, Freiheit und Eigentum, das ist die Hauptleistung. Ja. Und wie gesagt, es gibt einen Schadensersatzanspruch. Wenn bei Ihnen eingebrochen wird, sagen Sie mal, Herr Gebel, ja, hier, Sicherheit, ich zahle dafür was pro Jahr. Jetzt ist bei mir eingebrochen worden, Schadenersatz. Ja, muss ich zahlen. Habe ich bestimmt eine Versicherung, die mich dann wieder versichert, aber ich muss erstmal leisten, weil ich schlecht erfüllt habe. Und natürlich ist der Betreiber interessiert daran, dass ein hohes Sicherheitslevel herrscht in so einer Stadt. Ja? Und das erreichen sie durch eine kontrollierte Einwanderung. Also sie schauen, dass sie keine Kriminellen da reinkriegen und auch eine Ausweisung von Kriminellen. Das ist im Grunde eine relativ einfache, mittelalterliche Sache, die uns ganz lange Gefängniszeiten und Resozialisierungsbemühungen, die ja dann Sie als Geschädigte nochmal bezahlen müssen, erspart. Es werden, natürlich muss man Leute dann auch, die für große Vergehen dann auch einsperren, dass die nicht einfach nur das deshalb machen, weil sie wissen, sie werden ja nur dann abgeschoben. Aber wenn Kriminelle, auch Bürger, die bisher rechtstreu waren, kriminell werden, dann ist die Sanktion, dass der Vertrag gekündigt wird und die Stadt verlassen müssen. Das heißt, sie kriegen mit der Zeit eine Positivselektion hin und sie haben schon ein sehr zivilisiertes Klima dann. Also in Monaco ist es zum Beispiel genauso. Ja? Da werden eben auch Leute, die, es ist schwierig in einem Umfeld, das eine Grenzsicherung nicht zulässt, weil es zu stark mit Frankreich verzahnt ist, gleichzeitig so eine hohe Millionärsdichte hat und 139 verschiedene Nationalitäten. Wie kann man da Sicherheit aufrechterhalten? Eine Antwort ist Null Toleranz. Wer
Auch Ladendiebstähle werden mit einer Ausweisung belegt. Da muss man dann, weiß ich nicht, 6 Tage ins Gefängnis und danach heißt es auf Wiedersehen. Mir ist ein Fall bekannt von jemandem, der auch schon 10 oder 20 Jahre in Monaco war. 200 Euro geklaut, wurde von der Kamera aus einer Geldbörse wurde entdeckt, raus. Und das ist aber eine Sache, die funktioniert. Ja? Irgendwann muss man sich dann auch mal fragen, okay, wie kann ich denn Sicherheit gewährleisten? Wenn Sie sagen, nee, sowas machen wir auf keinen Fall, sind wir unverhältnismäßig und so weiter, ist gut. Freie Privatstadt ist ja Wettbewerb. Ja? Jeder kann eine andere freie Privatstadt machen. Nur ich befürchte, wenn Sie das nicht leisten können, was ja die Kernaufgabe jedes Staates ist, nämlich Sicherheit, dann werden Sie nicht allzu viele Leute finden. Umgekehrt würden Sie natürlich auch gerne in eine Stadt ziehen, in der solche Sicherheit garantiert ist. Ich meine, wo kann man heute noch seine Kinder um Mitternacht auf die Straße schicken? In Monaco. Und das ist ein sehr gutes Gefühl. Und ich sehe auch nicht, warum das nicht auch für Normalverdiener möglich sein sollte. So, 5. Vorteil, natürlich garantiertes Privateigentum. Die Garantie des Privateigentums verbunden mit einem Verzicht auf Erbschaftssteuern hat folgende Funktionen. Mit der Zeit sollte der Anteil an Familienunternehmen und Wohneigentümern zunehmen. Das erhöht die Verbundenheit mit der freien Privatstadt und dem Respekt vor dem Eigentum anderer. Und wer Eigentümer ist und sich ein Vermögen aufbauen kann über die Zeit oder für seine Kinder, der kann sich eine unabhängige Meinung leisten. Ja. Das ist sehr viel wert. Ich kann Sie als Studenten anreden. Sie nicht, Sie müssen Studierende sagen. Ja. Weil ich bin unabhängig, ich kann mir das leisten, ich kann mir eine freie Meinung leisten. Und ich möchte, dass viel, viel mehr Leute diese Möglichkeit haben. Und von daher ist das eine Sache, die unbedingt fürs Eigentum spricht. 6. Vorteil, Machtbegrenzung durch Vielfalt und Wettbewerb. Wettbewerb zwingt zur Attraktivität. Ich kann mich nicht wie ein Diktator aufführen, obwohl ich theoretisch vielleicht die Möglichkeit dazu hätte. Nochmal Beispiel Monaco, der Fürst Albert, kennen Sie ja sicherlich aus den diversen Zeitschriften, der ist ein konstitutioneller Monarch, ist keine absolute Monarchie, ist eine konstitutionelle Monarchie. Der hat aber relativ große Rechte, der kann also alle Sachen vom Parlament blockieren, kann eigene Gesetze einfach verabschieden. Macht er aber nicht. Warum? Weil Leute wie ich dann sofort weg wären, wenn er spinnerte Gesetze verabschiedet. Und natürlich viele andere auch. 80% der Einwohner sind nicht Monegassen. Das weiß der. Der machtbegrenzende Faktor ist also nicht eine Verfassung, es ist nicht das Parlament, es ist auch nicht die Möglichkeit zur Volksabstimmung, es ist alleine der Wettbewerb. Natürlich verbunden mit einer gewissen Kleinheit. Ja, wenn Sie den ganzen Kontinent beherrschen, dann wird es für die Leute schwieriger wegzugehen. Aber das spricht ja gerade dafür, dass wir mehr und kleinere Einheiten bekommen. Der Kunde ist also der Bürger ist auf einmal Kunde, um den geworben werden muss. Und anstelle einer Melkkuh, die sich ihren Weggang mit Wegzugsbesteuerung erkaufen muss und die alle möglichen Weltverbesserungsideen der jeweiligen Machthaber mitmachen muss. Das ist eine komplette Umstellung von dem, was wir heute haben. 7. Vorteil, Raum für Experimente. Das ist jetzt wiederum eine Sache, die auch für Regierungen und Politiker interessant ist. Es gibt eben viele Länder, da sind Vorbehalte gegen neue Ideen, weil es kulturelle, politische, religiöse Vorbehalte gibt. Jetzt verstehen die Machthaber aber, sie müssen irgendwas tun, um Investoren anzuziehen, auch High Potentials anzuziehen. Für solche Leute ist das interessant. Und das ist auch, sind auch die Gründe, warum solche Dinge zum Beispiel in Französisch-Polynesien jetzt stattfinden, weil einfach die suchen neue Ideen und die sind bereit, auch sich auf solche Experimente dafür einzulassen. 8. Vorteil, soziale Harmonie durch gemeinsame Werte. Die gemeinsamen Werte sind natürlich in dem Falle Freiheit, Eigentum, Selbstverantwortung. Ja? Das sind Leute, die zum Beispiel sagen, dein Leben, deine Entscheidung, deine Freiheit, das finde ich gut. Aber es gibt auch eine Menge anderer Leute. Es gibt auch Leute, die sagen, nee, ich will keine Freiheit, ich will Gemeinschaft, soziale Wärme. In Ordnung. Und dann gibt es wieder Leute, die sagen, nee, also Eigentum, das Eigentum ist Diebstahl. Ja? Das gehört alles der Gemeinschaft. Wissen Sie, ich habe im Grunde da nichts dagegen. Ich habe auch nichts gegen Sozialismus, solange die Teilnahme freiwillig ist.
Und wenn der eine der Meinung ist, also der Staat muss so wirklich für alles sorgen und die Mehrheit darf über alles entscheiden, und der andere meint, ich will aber lieber für mich selbst bestimmen, dann sind das inkompatible Konzepte. Das ist so, wie wenn Sie einen Weißwein- und einen Rotweintrinker haben. Ich meine, ich bin der Weißweintrinker, Sie sind der Rotweintrinker. Jetzt versuchen wir uns gegenseitig davon zu überzeugen, dass das der Weißwein besser ist, beziehungsweise der Rotwein. Kompromiss, Rosé. Keiner ist zufrieden. Ja? So, manche Sachen sind nicht kompatibel. Also räumliche Trennung. Die einen haben ihre freie Privatstadt und sind da frei, und die anderen haben ihre Genossenschaft, Kibbutz-artiges System, wo sie dann Gemeineigentum teilen. Völlig in Ordnung. Das Schöne hier in unserem Modell ist, sind keine Sondervorteile möglich. Ja? Es gibt also keine Regierung oder keinen Chef, der sagt, ja, aber du kriegst eine Subvention und du kriegst hier ein Sondergesetz. Nee, weil alle anderen sagen, Moment mal, ich habe doch hier meinen Vertrag. Da steht nichts von dem Sondergesetz drin und steht auch nichts drin, dass es Sondergesetze geben kann. Also das ist im Grunde, das nimmt schon diesen ganzen Lobbyisten und politischen Aktivisten von vornherein den Wind aus den Segeln. Erinnern Sie sich noch an die Autodemokratie? Um auf das Eingangsbeispiel zurückzukommen. Streichen Sie einfach das Wort Auto. Die Alternative zur Mitbestimmung in der Demokratie ist Selbstbestimmung in der Privatstadt. Für unterschiedliche persönliche Vorlieben im Hinblick auf die Regelungsdichte gibt es verschiedene Privatstädte. Politische Auseinandersetzungen gehören der Vergangenheit an. Jeder kann dorthin gehen, wo es ihm am besten zusagt. Ja? Der eine sagt, ich will, wie gesagt, keine Freiheit, ich will soziale Wärme. Der andere sagt, ja, ich will aber nur mit Leuten meiner Religion zusammenleben. Einer sagt, ich will als Deutscher unter Deutschen leben. Bitte. Wenn Sie jetzt sagen, ja, na klar, wir sind liberal, wir sind dafür, aber Deutsche unter Deutschen, das geht gar nicht. Dann, ehrlich gesagt, sind Sie das Problem. Ja? Wir haben nicht das Recht, anderen Mitmenschen zu erzählen, wie, mit wem und wie sie zusammenleben sollen. Das ist deren Entscheidung. Und wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir uns mit unsesgleichen zusammentun und sagen, okay, wir haben aber eine sehr große Bandbreite, wir sind sehr tolerant. Das heißt, für uns ist es einfacher, ein Gemeinwesen zu finden, was uns gefällt. Für andere, die sehr spezielle Vorstellungen haben, sei es ethnisch, kulturell, religiös, ist es vermutlich schwieriger. Aber das ist, berechtigt uns nicht zu sagen, wir verbieten das. Und wenn man das mal erkannt hat, dass man, und ich meine, das ist ein urliberaler Gedanke, dass man eben die Menschen nach ihrer Fasson glücklich sein lassen muss, und wir die auch nicht überzeugen werden von Freiheit, weil sie mit Mehrheit das nicht wollen. Oder nur ein ganz bisschen. Natürlich stimmt, jeder sagt, er ist für Freiheit. Er sagt, okay, du bist frei, deine Alterssaison selbst zu gestalten. Ja, nee, das habe ich nicht gemeint. Ja, aber ich, okay, wir müssen verschiedene Systeme machen. Und ich denke, das ist die Zukunft. Weil die Leute sind mobiler geworden. Man kann sich eben jetzt auch mit, man sieht auch schon ein bisschen die Tendenz, ja, man sagt, sieht ja in den USA, die demokratischen Staaten werden demokratischer, die republikanischen republikanischer, aber natürlich, weil die Leute ziehen schon langsam dahin, wo sie merken, okay, da sind meinesgleichen. Und da spricht ehrlich gesagt auch überhaupt nichts dagegen, weil wir ja auch ganz viele verschiedene Produkte kaufen, weil jeder Mensch ist verschieden. Und wir müssen uns, vermutlich gibt es kein Idealsystem für alle, nicht mal meine Privatstadt. Es gibt aber, die Privatstadt ist gerade für freiheitsliebende Menschen, die trotzdem in Frieden und Sicherheit leben wollen, meines Erachtens ein sehr gutes Angebot. Aber für andere ist es eben kein gutes Angebot. Die sagen, nee, ich bleibe lieber in unserem Sozialstaat. Abschließend möchte ich Ihnen nochmal eine kleine Idee geben, wie könnte sowas in der Praxis aussehen, wenn Sie der Meinung sind, ja, ich weiß noch nicht so recht, was davon zu halten ist. Stellen wir uns mal vor, wie so eine freie Privatstadt aussehen würde. Selbstfahrende oder gar fliegende Autos sind Teil des täglichen Lebens. Neuartige Dienstleister wie Uber oder Airbnb nicht verboten, sondern eine Selbstverständlichkeit. Es gibt private Unternehmer, die vom Krankenhaus über Schulen und Kindergärten bis hin zur Müllabfuhr alles abdecken, was nachgefragt wird. Gegen sämtliche Eventualitäten des Lebens versichern sich die Bewohner auf Wunsch privat.
oder gründen Selbsthilfegruppen, sei es zum Schutz vor Krankheit, Tod, Pflegebedürftigkeit oder Unfälle. Schnellstraßen, Wohngebiete, Hafen, Flugplätze und Einkaufszentren werden von Investoren erstellt und betrieben. Jeder kann neue Produkte und Dienstleistungen ohne Genehmigung oder Lizenz anbieten und sich in jeder gewünschten Währung bezahlen lassen. Auch für Ungelernte gibt es, mangels Mindestlohnvorschriften, Verwendung. Günstige Produkte können aus der ganzen Welt eingeführt werden, weil Freihandel und damit Zollfreiheit herrschen. Neue Medikamente und Behandlungsmethoden sind jedem Erwachsenen zugänglich, der diese in Kenntnis des möglichen Risikos testen will. Umweltgrenzwerte gelten nur für wirkliche Toxizität auf wissenschaftlicher Grundlage. Es herrscht Handlungs-, Meinungs- und Vertragsfreiheit. Man darf zum Beispiel eine negative Meinung über eine bestimmte Religion offen kundtun, ohne dafür wegen Volksverhetzung, Rassismus oder Hate Speech angeklagt zu werden. Es gibt gar keinen Volksverhetzungsparagrafen, auch keine Antidiskriminierungsgesetze. Zigaretten werden wieder ohne hässliche Warnhinweise gehandelt und beworben. Man kann leistungsstarke Staubsauger und Duschköpfe erwerben, Glühbirnen sowieso. Die Privatstadt macht ihre Einwanderungsregeln selbst. Sie kann jeden, der kriminell wird oder zum Beispiel den Vorrang religiöser Dogmen vor den Regeln der Stadt propagiert, ohne viel Federlesens wieder hinauswerfen. Kriminalität und Vandalismus sind kaum Existenz. Man kann seine Kinder ruhigen Gewissens auf die Straße lassen. Soziologen, Politologen, Kunsthistoriker und andere Geisteswissenschaftler, die üblicherweise den Staatsdienst und staatlich finanzierte NGOs bevölkern, sind selten geworden. Da das Studium selbst bezahlt werden muss, werden im Allgemeinen Ausbildungsgänge bevorzugt, die Aussicht auf echte Nachfrage versprechen. Einige Unternehmen, darunter auch bekannte Namen, sind mit ihrer Ansiedlung gescheitert. Das liegt daran, dass Lobbyismus keinen Sinn mehr macht. Es gibt weder neue Gesetze, die sie zu ihren Gunsten beeinflussen, noch Subventionstöpfe, die sie abgreifen können. Heerscharen von klugen Menschen, die anderswo Beamte, Steuerberater, Rechtsanwälte oder Wirtschaftsprüfer geworden wären, sind in der Privatwirtschaft tätig und erhöhen Produktivität und Wertschöpfung. Politischer Aktionismus, Missionierungseifer, Verteilungskämpfe und das Aufwiegeln gesellschaftlicher Gruppen gegeneinander sind praktisch verschwunden. Die Bürger respektieren ihre unterschiedlichen Anschauungen und Einschätzungen. Die Menschen sind wieder in der Verantwortung, für sich selbst zu sorgen und dadurch automatisch selbstbewusster, stabiler und realistischer in ihren Einschätzungen. Nach spätestens zwei Generationen wären freie Privatstädte wohlhabender, freier und friedlicher als alles, was wir bisher kennen. Vielen Dank. Fragen? Ja, vielen, vielen herzlichen Dank für diesen bereichernden, innovativen Gastvortrag, ja, und definitiv eine Lösungsmöglichkeit für die Zukunft, ja, für eine freie Zukunft. Wir wollen jetzt noch eine kleine Fragerunde doch noch starten, vielleicht mit 2 bis 3 Fragen. Ich sehe schon, da gehen die Hände hoch. Fangen wir vielleicht hier an. Fangen wir bei mir an. Also ich bin dabei und meine Frage wäre halt, wann geht's los und was wird es kosten? Ja, berechtigte Fragen. Also es geht vermutlich bald los. Ich bin, wie gesagt, in Mittelamerika engagiert. Da ist es jetzt in der heißen Phase. Deshalb bitte ich um Verständnis, dass ich da nicht mehr zu sage, weil das kann möglicherweise dann auch kontraproduktiv sein. Es ist noch nicht in trockenen Tüchern, aber kurz davor. Vorschlag, auf die Webseite gehen. Da ist ein Newsletter, der kommt nicht oft. Aber wenn was passiert, werden Sie informiert. Kosten. Ich weiß nicht, ob Sie Sandy Springs kennen. Sandy Springs ist eine privat verwaltete Stadt in Georgia in den USA. Und Sandy Springs hat alles privatisiert. Die Bürger haben gesagt, ja, wir wollen Polizei und Gerichte, die gibt es dort tatsächlich auch kommunale Gerichte in den USA, die wollen wir also nicht privatisiert haben. Aber alles andere wurde privatisiert. So, und ich, der Mann, der das gemacht hat, ist einer meiner Berater, der Oliver Porter. Und ich habe die Budgets von Sandy Springs. Sandy Springs hat 90.000 Einwohner. Und ich habe einfach mal rausgerechnet, was würde es denn kosten pro Kopf, wenn ich nur meine Dinge anbiete, die ich jetzt gerade verkündet habe. Also Sicherheit, Feuerwehr, Gerichte und von mir aus Straßenbeleuchtung. Also so eine Minimalinfrastruktur. Was schätzen Sie, was es pro Jahr kostet? 350 Dollar pro Kopf.
350. Ja. Aber Moment, Kindergarten und so ist nicht dabei. Ja? Also da kommen schon noch, Sie müssen dann schon noch was bezahlen, aber wirklich nur der klassisch liberale Minimalstaat, privat verwaltet. Ja? $350. In USA, also nicht Bananenrepublik, dritte Welt. So, jetzt müssen wir natürlich auch dazu sagen, fairerweise, pro Kopf heißt auch für Säuglinge und Alte, also wenn Sie sagen, okay, für minderjährige Kinder muss ich jetzt irgendwie rausrechnen, sagen wir mal $1,000 pro Kopf und Nase. Und ja. Also Sie sehen, die Effizienzgewinne, die da gehoben werden können, die sind gewaltig. Ja. Die haben natürlich ein Problem, wenn sie nicht 90.000 Leute haben, sondern nur 1.000, weil dann sind die Kosten höher. Ja, da gibt es also auch Skaleneffekte. Ich habe das auch mal berechnet, auch kurz eine Werbung. Ich schreibe gerade ein Buch zu dem Thema freie Privatstädte. Da wird zu den Budgetsachen auch noch ein bisschen was gesagt. Ja, der Grund, warum ich jetzt hier bin und überhaupt das Ganze veranstalte, ist, damit Sie die Idee einfach mal intus haben. Und wenn ich scheitere, können Sie weitermachen. Ja, die Marschrichtung ist klar, es ist relativ einfach. Es ist einfach nur ein Staatsdienst, dass er das privat macht. Also kostenmäßig soll das kein Problem sein. Also ich finde ja wahnsinnig interessant diesen Preis, 360 Euro im Jahr. Aber ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. Sie hatten ja gesagt, man schließt am Anfang einen Vertrag, der ist fix, der darf sich nicht verändert werden. Damit nimmt man ja im Grunde genommen die Zukunft vorweg. Man kann überhaupt nicht einordnen, ob vielleicht irgendwelche Ereignisse passieren. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man zum Beispiel Kriminelle aus dieser Stadt heraus befördert, die dann im Umland dieser Stadt sich ansammeln, dann hat man irgendwann um diese Stadt vielleicht sehr viele Einflussfaktoren, die die Kriminalität in dieser Stadt vielleicht wieder gefährlicher machen. Das würde ja bedeuten, dass der Staat sehr viel mehr Ausgaben hat, um Kriminelle, die man ja vorher aussortiert hat, aus dieser Stadt herauszuhalten. Also sowas wie eine Mauer bauen oder sowas. Das würde ja dazu führen, dass das Budget nach oben geht, aber man hat ja vertraglich vereinbart, dass man nur 360 Euro im Jahr nimmt. Wie soll das Privatunternehmen das schaffen? Das ist ja eigentlich eher darauf hinauslaufend, dass dann irgendwann diese Stadt an irgendeinem Punkt scheitert, nämlich dann, wenn man die Zukunft nicht vorausschauen kann. Also Kriminelle in der Stadt zu halten, ist immer teurer, als sie rauszubuxieren. Also da glaube ich, das ist also ein Irrtum. Die Grundfrage ist natürlich richtig. Was ist, wenn es Dinge gibt, die eben bei Vertragsschluss nicht vorhergesehen wurden? Im Prinzip müssen Sie sich aber so vorstellen, dass dieser Vertrag regelt ja nicht bis ins Kleinste Ihr Privatleben, sondern hier geht es wirklich nur um den Sicherheitsrahmen. Und es gibt natürlich ein paar Gesetze, wo man sich auch vorbehalten wird, die zu ändern, zum Beispiel Verkehrsregeln. Im Wesentlichen wird es aber so sein, dass eine mögliche Rechtsfortbildung, das ist jedenfalls mein Ansatz, gibt auch andere Ansätze, entsprechend dem Common Law stattfindet. Das heißt, es wird eine gerichtliche Rechtsfortbildung stattfinden. Die Gerichte werden sagen, hier gibt es einen Fall, der ist im Vertrag nicht erfasst, und wir werden sagen, wir wenden analog einfach das andere an, und dann sagt der Bürger, nee, das ist aber nicht gedeckt von dem Vertrag, und dann gehen wir vor Gericht. Das Gericht trifft eine Entscheidung und diese Entscheidung gilt dann. Ja? Binding Precedent, wie im Common Law. Das wäre weil das ist ja eigentlich auch einer der Haupteinwände, der meines Erachtens berechtigt ist, was ist mit Vertragsänderung, weil man es nicht für alle Zeiten voraussehen kann. Also wie gesagt, die Antwort ist, erstens mal ist es nur ein sehr, sehr weit enger Rahmen. Im Grunde ist der Dienstleister, schafft nur einen Rahmen, innerhalb dessen eine spontane Ordnung entstehen kann, nach Hayek. Ja, also die meisten Dinge werden die Leute untereinander regeln. Und wenn es doch mal erforderlich ist, dann bilden die Gerichte das fort. Ja, Wohlstand weckt ja auch Begehrlichkeiten. Was macht man, wenn der Gastgeberstaat sich spontan überlegt, die freie Stadt zu übernehmen, was ja jetzt auch beim Beispiel Hongkong gar nicht so fern ist? Ja, man merkt, das ist ein kluges Publikum. Die sind die beiden Haupteinwände, sind Vertragsänderung und Gastgeberstaat. Sind wir sehr früh drauf gekommen. Es ist eine völlig berechtigte Frage. Letztendlich müssen Sie eine Kombination aus verschiedenen Methoden anwenden. Singapur war am Anfang auch relativ schwach und hilflos, ist jetzt wirtschaftlich stark, ist verknüpft, hat eine riesen Armee, ist verbündet mit Australien und was weiß ich noch. Also Sie müssen eine Kombination aus verschiedenen Sachen machen. Sie sind am Anfang natürlich schwach.
Unser Hauptmittel, was wir haben, sind Investitionsschutzabkommen. Die meisten Länder sind Mitglied in irgendeinem Investitionsschutzvertrag. Solche Investitionsschutzverträge sagen, die schützen fremde Investoren aus den Vertragsparteien, aus den Vertragsländern vor Enteignung. Eine Enteignung kann auch durch eine Gesetzesänderung sein oder wie in Ihrem Beispiel einfach durch Übernahme der Stadt. Es ist zum Beispiel jetzt in unserem Mittelamerika-Fall so, dass dieses Land Mitglied in der CAFTA ist, Central American Free Trade Association, und die CAFTA hat bestimmte Regeln. Und wenn jetzt ein Unternehmen aus einem Mitgliedsland der CAFTA in einem anderen CAFTA-Land faktisch enteignet wird, dann kann es zu einem bestimmten Schiedsgerichtssystem gehen. Und dann diese Länder haben auch die New Yorker Konvention alle unterzeichnet, sodass es auch vollstreckt werden kann. Das heißt, sie können dann Auslandsvermögen dieses Landes pfänden. Und das haben wir uns zunutze gemacht. Wir haben einfach das Unternehmen in den USA gegründet, weil USA Partnerland der CAFTA sind, gehen in das mittelamerikanische Land. Und das ist dann unser Schutzschirm. Wir versuchen jetzt, diesen Schutzschirm über eine vertragliche Vereinbarung mit dem Staat auch auf die einheimischen Bürger zu erstrecken. Weil Investitionsschutzabkommen schützen nur fremde Investoren. Ja? Aber das können Sie sich als Betreiber natürlich zunutze machen. Und das ist in Mittelamerika so, kein Land kann es sich leisten, aus der CAFTA rausgeschmissen zu werden. Das heißt, sie würden dann so einem, natürlich kann da jetzt ein Diktator kommen, der sagen, wir sind betrogen worden, ja, wir wollen die Stadt zurück und so weiter. Da war zwar vorher nichts, aber jetzt wollen wir sie zurück. Da finden sich dann auch viele Leute, die es unterstützen, gar keine Frage. Aber wenn der Preis so hoch ist, dass man aus der CAFTA fliegt und dann noch Auslandsvermögen gepfändet kriegt und die Leute dann wegziehen, das würde ich übrigens auch vorher ganz klar annoncieren. Freisinnige Menschen sind in die freie Privatstadt gezogen, weil sie dort frei sein können. Wenn ihr die jetzt übernehmt, ziehen wir alle wieder weg. So wie in Monaco. Ja, wenn der Fürst dumme Gesetze erlässt, ziehen wir alle weg. Und diese Kombination aus diesen drei Sachen macht es dann doch ziemlich unattraktiv, die Stadt zu übernehmen.